Yo Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Kommentarvideo, einem Ja, so ist das Video. Erstmal ein paar Dinge vorab zu klären und zu erzählen, was in letzter Zeit passiert ist. Nämlich, wie ihr vielleicht an der Heizung erkennt, über mir sind auch die Pokale, die ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Stand hier vorher der Schreibtisch, ich habe mal wieder umgeräumt irgendwie. Ich mag irgendwie umräumen, kein Plan warum. Jedenfalls ist jetzt hier irgendwie mein Ja, so ist das Ecke mit meinem Sitzsack, den ich vor, ach, ist eigentlich schon wieder eine Zeit lang her, vom Geburtstagsmann gekriegt habe. Wieso eigentlich immer ein Mann? Warum nicht eine Frau? Ich meine, es ist der Weihnachtsmann, Geburtstagsmann, der Osterhase, also es ist auch männlich. Warum nicht Twitter? Ja, dann müsste ich noch ankündigen, dass bald Weihnachten ist und es ist bald Weihnachten und wahrscheinlich sich viele darauf freuen und so. Heiligabend ist zwar, glaube ich, kein Samstag, sondern eher ein Dienstag, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, glaube ich, kein Samstag. Und deswegen ist ein bisschen doof, aber YOLO, weil an Heiligabend wird ein Video rauskommen. Ich weiß noch nicht ganz, um 19 Uhr oder um 20 Uhr. Irgendwann wird da so eine Sitcom rauskommen, so eine Weihnachtsgeschichte von mir, so ein bisschen parodiert. Nicht lang, aber ich hoffe, es kommt gut an. Also seid gespannt. Irgendwann Heiligabend, also 24.12.2013, vielleicht so 19 oder 20 oder 21 Uhr. Ich denke, da werdet ihr alle noch wach sein. Gerade so an Weihnachten, da sind wir ja alle ein bisschen länger wach. Dann würde ich sagen, geht's auch los mit dem Ja, so ist das Video und dem ersten Kommentar. Go! Remax YY Xemir zu 50 Abonnenten Special. Unnötig. Nötig ist es natürlich nicht. Also klar braucht man es nicht. Und man braucht kein einziges Video von meinen Videos. Also, ist ja nicht so, dass jetzt ohne die Videos, wenn ihr mich nicht abonniert oder das Video nicht anschaut, dass ihr dann sterbt oder nicht mehr leben könnt oder so. Klar, aber ich hoffe, dass ich mit meinen Videos ein paar Leuten den Alltag ein bisschen versüßen kann. Den schweren Schulalltag und den schweren Lebensalltag. Natürlich gibt es viele, die sagen, meine Videos sind nicht so witzig, aber ist ja auch natürlich von einem Nähren-Nudelpasta oder einem Nem-Nudelpasta zu mein erstes Mal Tag. Du versuchst mit deinem iPhone anzugeben. Es heißt mein erstes Mal und nicht mein aktuelles Handy. Das, wenn es so rüberkommt, ich versuche nicht anzugeben mit meinem iPhone. Wenn man mit einem iPhone angeben wollen würde, dann würde sich ein iPhone 5S oder 5C besser eignen und nicht mit einem iPhone 4, falls man es überhaupt nötig hat, mit einem iPhone anzugeben. Also, ich habe es nicht nötig, also. Aber wenn es so rüberkommt, soll nicht so rüberkommen. Dann ein Kommentar zu 8 Regeln zu Überleben auf dieser Erde Update. Hallo Harimob, eine Frage, aber nicht böse gemeint. Ist das etwa immer noch in, die Hose unterm Arsch zu tragen? Bei uns jedenfalls schon lange nicht mehr. Das ist nicht mehr so in, wie es vielleicht mal war. Ich habe das ja nicht so mitgekriegt. Vielleicht war es mal vor 10 oder 14 Jahren noch mehr in, aber es gibt tatsächlich immer noch Leute, die das, also in meiner Schule jetzt so, gibt es tatsächlich noch Leute, die so ein bisschen weiter unten tragen. Also wenn es bei euch nicht mehr so ist, ist doch eigentlich gut. Dann ein Kommentar zu First World Problem Erklärung von Crazy Stuart 1. Hast du von The Christmas Show? Warte mal, was? Was habe ich von The Christmas Show? Also ich kenne ja das Test Show zufälligerweise. Also er hat auch First World Problems Video gemacht. Mein First World Problem Video ist doch ein ganz anderer. Also er macht da so, hey, heute wollte ich mal so ein paar Dinge sagen, die mich, also so ein paar First World Problems der Jugend so sagen. Und dann kommen die einfach hintereinander. Bei mir war das ja quasi in dem Style einer Fernsehsendung, eine Parodie auf eine Fernsehsendung, die versucht rauszufinden, was First World Problems sind. Das ist doch ein ganz anderer Stil. Dann ein Kommentar von Let's Play Forever zu Real Life Interactive. OMG. OMG ist Jugendsprache und bezeichnet heutzutage die drei Wörtchen Oh my God. Auf Deutsch, oh mein Gott. Für alle, die es nicht wussten, dein Körperbau ist für dein Alter nicht gerade so gesund. Eigentlich ist jeder Mensch anders, Größe und so, aber in deinem Alter hatte ich ein bisschen mehr Armmuskulatur als du. PS, bin kein fettgefädelter Fettsack, so wie die anderen Fettsäcke, die rumfetten. Fangen wir mal von vorne an. Dein Körperbau ist für dein Alter nicht gerade so gesund. Doch, keine Ahnung, wie ich jetzt sagen soll. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen dünner als andere, aber es gibt schon jetzt in meiner Klasse und
auch an meiner Schule und so sehe ich schon öfters mal auch welche, die vielleicht sogar dünner sind noch. Und auch beim Arzt. Mein Arzt sagt auch, ich habe Idealgewicht. Also ja, eigentlich ist jeder Mensch anders, Größe und so. Das stimmt also schon. Aber in deinem Alter hatte ich ein bisschen mehr Armmuskulatur als du. Ja, kann ja sein. Ich weiß es nicht. Ich kenne dich ja nicht persönlich. Also vielleicht hattest du ja ein bisschen mehr Armmuskulatur. Und dann PS, ich bin kein fettgefetteter Fettsack, so wie die anderen Fettsäcke, die rumfetten. Doppelpunkt, Klammer zu. Also das finde ich jetzt nicht gut, also wirklich nicht. Ja, kann ja sein, dass du kein gefetteter Fettsack bist, aber ich kenne Leute, die ein bisschen wupper sind und die sind teilweise auch nett. Also es gibt natürlich auch welche, die nicht so nett oder cool sind, aber ich kenne wirklich ein paar, die dann wirklich auch nett sind. Also nix gegen breitere Leute. Dann noch ein Kommentar zu Plickspiel 2. Agent findet ein Verbrecher. Von Fabian Allen. Klickspiel. So, dann nochmal zu Klickspiel 2. Findet ein Verbrecher von Kalu Blau. Cooles Intro und cooles Video. Aber was sagen die Bayern-Fotos im Hintergrund? Ja, also das Intro fand ich nicht so cool. Das war von so einer Seite runtergeladen und dann Texte von mir selbst eingefügt. Ich fand es jetzt nicht so cool, aber wenn es dir gefällt. Jetzt habe ich ein neues Intro. Das Video ist jetzt nicht so eins von denen, die so gerade gut ankommen. Aber was sollen die Bayern-Fotos im Hintergrund? Doppelpunkt, Klammer zu. Damals war das noch das Zimmer von meiner Schwester. Aber die ist sowas von der Bayern-Fanatikerin, das glaubt man nicht. Und die hatte echt von jedem Spieler so ein Foto mit Name drunter und ein Autogramm halt. Aber also nicht ein Original und so, aber ja. Kommentar von Video Fighter Crew zur Origami Krein Falteanleitung. Solche Viecher sind cool. Doppelpunkt, Klammer zu. Falls du diese Krallen meinst, Viecher ist eine eigene seltsame Beschreibung dafür, aber ich finde sie ja auch cool, deswegen habe ich ein Video davon gemacht. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen grünen Daumen nach oben oder einen roten Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Oder ihr könnt mich abonnieren. Ja, dann schreibt in die Kommentare irgendeinen Kommentar, wenn ihr vielleicht wollt, dass ihr vielleicht ins nächste Jahr so ist, das Video kommt. Ja, dann wartet mal bis Weihnachten, da kommt dann ein Video. Hier geht's dann zu meinem letzten Jahr so ist, das Video und hier zu meinem letzten Video überhaupt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.